Aber bei uns ist einfach mal der Aufzug gerade nicht in Betrieb, weil der repariert wird. Und jetzt darf ich die ganzen 5 Stockwerke von oben immer hoch und runter laufen. Gut, wenn man seinen Zug bekommen muss. Mahlzeit, Leute. Moin. Erste Folge heute und direkt eine kranke Rockband am Start für heute. Bring Your Own Beer, es wird mega geil, glaube ich, ne? Aha. Ich habe schon richtig, richtig Bock. Boah, Leute, ihr wisst gar nicht, wie ich gerannt bin, nur um dann zu sehen, dass der Zug einfach mal 5 Minuten später kommt. Yeah. Jawoll, da ist der Junge endlich. Endlich mal. Mach mal auf. Ich habe mich nochmal an den Mix gesetzt jetzt heute und fand Nähe und dich so richtig geil gemacht. Ich habe die richtig lassen, sodass die richtig peitscht. Mit Peitsche? Mit Peitsche, so richtig scharf. Thümen, Kussfeld Nord! Mahlzeit! Moin, moin! Da hat sich der Erste schon verlaufen. Wir sind mal vorne rumgekommen, alles gut? Ach ja, lass sie drücken. Ah, oh, lieber. So sieht das aus, wenn man zu viel Energie einfach hat und im Garten mit dem Roller verschwindet. Meine Augen sind wahnsinnig rot. Ich bin gerade über eine Stunde lang hierhin gelaufen oder mit dem Roller gefahren. Ich bin von 6.02 Uhr habe ich meinen Zug genommen. Hallo Finn! Da ist der Wohlstand ausgebrochen einfach. Und hoffe einfach nur, dass meine Augen nicht allzu rot sind. Guck mal. Honda? Hyundai. Ach so, oder Hyundai. Hi Finn. Jo, und habt ihr Christians Augen gesehen? Was ist da los? Was hat er gemacht? Christians Augen. Christians Augen? Christians Augen. Sieht man, wie rot sie sind? Wir haben scheinbar einfach heute noch eine Fotografin mit dabei. Das habe ich komplett vergessen, aber ich glaube, da hinten kommt sie gelaufen. Kurz bevor ich hier war, kriege ich auf einmal von Christian einen Anruf, dem ich heute Nacht noch panisch, weil ich wach geworden bin, um 4 oder so eine Nachricht geschrieben habe, yo, hast du alles aus dem Raum, brauchst du noch was? Und dann kurz vorher kriege ich einen Anruf, yo, kannst du mir noch einen Stock mitbringen? Der liegt im Proberaum. Und ich so, Alter, dein Ernst? Ich bin fast da, ich bin gerade 35 Minuten gefahren. Und jetzt ist Bro auf jeden Fall unterwegs und holt den noch. Nice, sieht das schon aus hier, ne? Der Niklas ist immer fleißig dabei. Christian, ich muss gleich unbedingt nochmal mit dir reden. Und zwar ist das hier im Münsterland mitten in Dülmen und ich musste nochmal zu unserem Proberaum nach Herne mitten ins Ruhrgebiet, um Christians Stab zu holen. Christians G-Stab zu holen. Ich habe es getan. Ich hoffe, Christian ist mir auf Ewigkeiten dankbar. Wir haben ihn hier. Ich bin zu spät. Ihr wisst, was für einen Hintergrund das hat. Und ich freue mich, dass wir jetzt endlich hier sein können und gleich mit dem Dreh starten. Gib mir mal Christians Stab. Nice, oder? Oh ja. So, wir machen für heute jetzt alles zu. Morgen wird dann weitergedreht. Ja, ne? Genau. Mit dem Michael morgen nochmal. Ja. Jetzt ein geiler Tag. Ciao, Leute. Ciao.